Wer jetzt gerade nicht weiß, wir haben Belastung, aber das ist Gesamtbelastung der Gruppe. Zufälligerweise. Ich weiß halt nicht, ob es in diesem Spiel Händler gibt. Oder ob es hier drin vielleicht ein kleines Rätsel gibt. Gut. Inventar wieder schließen. An diesem Feuer ist nichts Natürliches. Ich befürchte auch, wir sollten weitergehen. Ja. Büro des Direktors war hier mal. Und wir hören Stöhnen im Hintergrund. Gut. Da war unsere Schlafkammer. Alle Gefangenen sind geflohen. Wir sollten uns mit dem Einfangen beeilen, bevor sie einen Weg aus dem Dungeon finden. Oder bevor sie von den Kreaturen gefressen werden, die hier herumstreuen. Ja. Das ist die Hauptzelle, in der die meisten Gefangenen eingepfercht wurden. Möchtest du dich umschauen oder hoch und runter schauen? Drücke die ja out of Spiel. Sachen. Ich würde eigentlich ganz gerne an das Ding da dran kommen. Da liegt nämlich eine Nachricht drin, an die ich so nicht rankomme. Und ja, ich kann mit einem Rechtsklick besser angreifen. So. Das ist, glaube ich, der Pause-Modus sogar, ja. Okay, den kann ich auch mit der mittleren Maustaste aktivieren. Wusste ich nicht. Aber definitiv nützlich. So, das war die Zelle. Wir können auch runtergehen in die... Gibt es einen bestimmten Grund, dass wir uns die Latrinen anschauen sollten? Ja, ein bisschen Humor. Und ein Skelett. Verdammt, ein Skelett ist auf unserer Seite der Schlucht. Okay, um es anzugreifen, mache einen Linksklick darauf. Klicke dann auf das Icon mit den zwei Schwertern und mache nur einen Rechtsklick auf das Skelett. Vor der Attacke stelle sicher, dass du uns alle ausgewählt hast. Falls nicht, klicke auf das Icon mit den vier Punkten. Er schaltet um zwischen der letzten Auswahl und der vollen Gruppenauswahl. Die ausgewählten Gruppenmitglieder haben goldene Ecken um ihr Porträt. Also ja, ich kann auch einfach... Naja, greifen wir einfach ran. So. 11 XP erhalten. Auch gut. Oh, da ist ein bisschen was geflogen. Sacken wir das Essen ein. So. Noch mehr leckeres Schwarzbrot. Yum, yum. Und das war der Direktor. Scheinbar hat der Plan des Chefs nicht so funktioniert, wie er es sich erhofft hatte. Nein, hat er wohl nicht. Allerdings ändert das nichts an unseren Befehlen. Und es ändert auch nichts an unserem Weg. Nur ein Ausgang übrig, der aus dieser Todesfalle führt. Okay, dann lasst uns mal gehen. So. Da ist unsere erste richtige Meute.
Ah, da sind noch mehr. Okay, jetzt möchtest du vielleicht die Leertaste in der Hitze des Kampfes drücken, sodass das Spiel pausiert wird und du sorgfältig die Fähigkeiten auswählst, die du benutzen möchtest. Für jedes Modul kannst du 3 Fertigkeiten in einer Aktionsliste setzen. Ist diese Aktionsliste leer oder eine Fähigkeit noch nicht bereit, wird der Standardangriff verwendet. Bei Fähigkeiten gibt es einen globalen Cooldown von 6 Sekunden. Das bedeutet, dass du zwischen 2 Fertigkeiten zumeist 1 oder 2 Standardangriffe hast. Schadenspunkte im Weiß stammen von Standardangriffen, die in Gelb stammen von den Fertigkeiten. Bei kritischen Schäden erscheinen die Punkte größer. Fertigkeiten jedes Gruppenmitglieds werden bei den linken Porträts linksseitig und bei den rechten rechtsseitig angezeigt. Momentan hat jedes Gruppenmitglied 2 Fähigkeiten. Mit wachsender Erfahrung werden es dann mehr werden. Sie hat 3. So, okay. Wir sind im Pausemodus, wir können jetzt also nachdenken. Wir können zum Beispiel ihn damit buffen. Das hier ist übrigens, genau, da steht Zeit sofort Aktionsliste umgehen. Donnerkrachen 2 Sekunden. Zeit und so weiter. Wir brauchen erstmal Donnerkrachen. Das ist das Einzige, was er im Moment machen kann. Mit dem Tritt unterbrechen wir Gegner. Ja. Waffe verstärken, göttliche Bestrafung ist auch Aktionsleiste umgehen. So, machen wir göttliche Bestrafung. Am besten greifen wir mit allen mal rechts an. Und er macht einfach Frostbolzen und das da. Gut. So, wir können da unten übrigens sehen, wer wie viel Aggro hat. So, setzen wir den Donnerknall nochmal auf Dings. Ja. Kampf ist vorbei. Gut, scheinbar bekommst du es in den Griff. Nun solltest du lernen, mich als Tank einzusetzen. Was bedeutet, dass ich alle Gegner dazu bringe, mich anzugreifen? Um das zu tun, verwende meine Spezialfertigkeiten. Und ich als Heiler muss den Tank am Leben halten und die Damage-Dealer, Schadensausteile ebenso, wenn die Dinge hässlich werden und Gegner sie angreifen. Wenn ein Gegner ein Gruppenmitglied angreift, leuchtet das jeweilige Porträt rot auf. Ist der von einem Gruppenmitglied angegriffene Gegner kurz davor zurückgeschlagen, leuchtet das Porträt des Gruppenmitglieds auf. Ja. Hier in der Ecke funkelt was. Noch ein Ring mit Stärke. Stärke ist aber eher für unseren Schadensausteilerin. Ja. Und man sieht, es geht hoch und runter. Der da ist ziemlich tot. Mac mit den Sachen hier. Noch mehr Brot. Das könnten wir halt zum Heilen außerhalb des Kampfes verwenden. Also wenn wir uns mal schnell heilen wollen. So, ein Skelett ist kein Problem. Das beschießen wir einfach direkt im Nahkampf. Ja, diese verdammten Skelette lösen die automatischen Verteidigungsmechanismen des Dungeons aus. Wir werden es wirklich schwer haben, durch all diese Mechanismen zu kommen. Ich denke, wir sollten mit diesem Hebel anfangen. Ja. Gucken wir zur Sicherheit lieber noch die andere Treppe hoch, aber da kommen wir eh nur wieder da raus, wo wir waren. So. Ja, hi Jungs.
Ja, komm her. Kriegst du einfach eins auf die Nase und bist tot. Ja, Skelettbedrohung. Das ist eine gute Waffe, wer die wohl hier verloren hat. Klicke und ziehe sie auf das Taschen-Icon. Ja, das kennen wir. Gib sie mir. Ich denke, diese Waffe passt gut zu mir. Ja. Das müsste nämlich ein Zweihänder sein. Jo, und sie ist halt zweihändig. Also das hier ist alles Führung Bastard. Also einhändig, sowohl einhändig als auch zweihändig. Oh, hi. So, greifen wir einfach mal an. Hier können wir auch noch aufmachen. Damit haben wir das auch gelöst. Mit denen können wir uns gut anlegen. Stelle sicher, dass alle mich angreifen, indem du Donnerkrachen einsetzt. Dann unterbrich den Angriff des ersten Ziels mit Tritt. Dann nutze wieder Donnerkrachen, sobald die Kombo vorbei ist. Und das alles nachzuprüfen, gehe mit dem Cursor, bla bla bla. Jeder Gegner greift immer das bedrohlichste Gruppenmitglied an, ja. Und, meine Heilzauber bedrohen auch alle Gegner um uns herum, sodass der Tank wirklich die Aufmerksamkeit. Ja. Okay. Wir visieren einen an, machen Donnerkrachen, machen das, machen das. Schirmen den Tank ab. Treten einfach mal zu. Hauen den Eissplitter hinterher. Gut. Dann können wir das wieder einsetzen. Und nochmal Donnerkrachen. So, meine kleine Heilung. Die Jungs stehen da rum. Flucht bedeutet Tod. Geh zurück in deine Zelle. Mhm. Also ob da irgendwer drauf hören würde. Und ja, man sieht, Lebenspunkte regenerieren sich nur langsam außerhalb des Kampfes. Deswegen können wir einfach mal nachheilen. Bei Mana regeneriert sich doch ein bisschen schneller. Oh, dieses sieht schwierig aus. Nebenbei, verliert den Gruppenmitglied deine Gesundheit, bleibt es bewusst bis zum Ende des Kampfes. Es ist nicht möglich... Es ist nicht möglich, es während dieser Zeit zu heilen oder wiederzubeleben. Okay. Donnerknallen. Das da. Alles drauf. Schützen. Schütze am besten gleich danach nochmal. Jo. Da unterbrechen wir dich mal. Unfreundlich. So. Da sind drei Fässer und da geht's auf der anderen Seite halt wieder hoch. Ist nett gemacht, da im Gegensatz zu Legend of Grimrock, dass man wirklich in einem Level mit mehreren Ebenen halt ist und das auch sehen kann. Na gut, in Legend of Grimrock in Teil 2 ist es ja, ist das ein bisschen besser geworden. So, wir haben unseren ersten Heiltrank. Ja. Damit können wir zur Not eins unserer Gruppenmitglieder heilen. Also Infight heilen. Das Essen ist halt, wie gesagt, dafür da, um unsere Gruppenmitglieder außerhalb vom Kampf schnell mal wieder hochzupumpen. Weil es halt kein Rasten gibt. Und es ist auch nett, dass man beim Laufen sieht, wohin ich laufe und mich drehe. Ah, ihr zwei. Nein. So.
Geben wir mal genug in Auftrag. Dann sind sie weg. Gut. Jetzt der alte Druckplattentrick. Einfach hinwerfen. Schau hier, das ist für mich. Da bin ich mir sicher. Es wird mir helfen, die Gruppe gegen alle Gegner zu verteidigen. So, das heißt, wir haben ein Schild. Und ja, er hat auch eben ein... gerade ein Typ vom Typ Bastard. So, machen wir mal ein bisschen Ordnung hier. Heilfiole hier rüber, Essen da daneben, die Nachricht dahin, Waffen dahin. Ja, das war halt der Weg hier rum. Oh, hi. Das ist eine Vierergruppe. Angriffsziel. So. Und los geht's. Das gleich noch erneuern. Das erneuern. Und ja, gerade wenn sowas kommt, das könnten wir theoretisch unterbrechen. Hey, schau, sie haben was gefallen gelassen. Das sieht interessant aus. Jo. Ein Ring mit Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit macht Zauberkraft, Mann und Expertise höher. Wie sieht denn unsere Expertise der Weisheit aus? Wo steht sie denn überhaupt? Hast. Also ich muss zugeben, ich sehe Expertise gerade gar nicht. Ah, vielleicht das hier. Du legst mal den an. Egal. So, noch eine Heilfiole. Die ist decken netterweise. Und ein Eisenschlüssel, der zum Schlüsselring hinzugefügt wurde. Das ist übrigens auch was Nettes. Es gibt hier einen Schlüsselring. Wir müssen also nicht herumrätseln, welcher Schlüssel für was ist. Wenn wir ihn eingesammelt haben, können wir einfach auf das Schloss klicken und hoffen, dass es reicht. So. Angriff. Und los geht's. So, da brechen wir mal deinen Schwinger. Erneuern das und das. Ah, Fernkämpfer. So. Wir haben wieder was fallen gelassen. Handschuhe, Rüstung, Willenskraft und Hast. Windskraft war das hier, Mana, Mana-Regeneration und so weiter. Da sie noch keine Ringe hat. Und das E-Stoff ist, kriegt sie das mal. So. Ach, da kommt die Gruppe auf uns zu. Und dann wie immer, wie gehabt. So. Und dann brechen wir sie mal mit Schwingern. Gut. Das erneuern. Einmal zwischendurch heilen. Wobei einfach geschützt werden wahrscheinlich einfacher ist.
So. Ja. Liegt hier gerade was rum? Sehe ich so wirklich etwas? Das hier ist übrigens gefährlich. Wow. Ja. Eine nette kleine Falle. Oh, hi. Noch einer von der Sorte. Und ja, er ist auch etwas stärker. Aber er ist so gut wie tot. So. Brauner kleiner Stein. Ja, den werden wir halt brauchen. Ups. Ah, Inventar geht zu. Das hat nicht so geklappt, wie ich es gern gehabt hätte. Au. Gut, heilsicherheitshalber mal alle. Und ja, hier sind die ersten Patrouillen.